Das war nach langem, und zwar seit sehr, sehr langer Zeit, mal wieder ein richtig schlechtes Spiel von uns. Mit 1:2 verloren gegen Werder Bremen. Die hätten wir eigentlich aus dem Meisterkampf heute rausschießen können. Aber nein, so bleiben sie drin. 3 Punkte hinter uns, noch 3 Spiele. Bayern auch nur noch 2 Punkte weg. Wir spielen jetzt gegen Stuttgart, Bremen gegen Gladbach. Das ist nicht ganz so einfach. Die Bayern in Wolfsburg, machbar. So, dann spielt Bremen noch in Dortmund. Bayern noch gegen Mainz. Ja gut, das sollten die auch schaffen. Wie gegen HSV. Dann Bremen noch gegen Leverkusen. Die Bayern in Kaiserslautern. Also die Bayern holen jetzt 9 Punkte. Müssen wir jetzt eigentlich auch alle 3 Spiele gewinnen. Gut. Die erste Halbzeit war nicht wirklich gut. Eigentlich war es überhaupt nicht gut. Müller hier. Ja, Ekici auch in der 11. Woche. Hat gut gespielt. Lasogga 20 Tore. Das ist das einzig Gute. Er hat wieder getroffen. Aber der Rest... Kirchhoff war noch ganz gut. Naja. So. 50. Pflichtspiel. Ja. Schon harte Saison. Und jetzt geht's nach Stuttgart. Das wird auch ein richtig hartes Spiel. Meisterschaftsmerchandise. Topspieler. Frisch erreicht neue Erfahrungsstufe. Der macht sich auch gut. Nee, der hat jetzt eine 70. Der macht sich auch gut. Oberhausen jetzt 2-2 gespielt. Über Brent, bester Spieler. Stefan jetzt stärker. Obst, besser. Oder ist hier wieder fit. Ist ja toll. Den Nilsson zu Werder Bremen. Ach, auch noch unter der Woche. Ich dachte, da kriegen wir mal ein bisschen Erholung und dann sowas. So, Schlottner kommt zurück. Nur 5 Spiele gemacht. Schade eigentlich. Laie ändert. Jelikunz möchte zurück. 13 Spiele. Durchschnittsnote 3,5. 2 Tore, 2 Vorlagen. Ist okay. Kommt auch zurück. So ein Anthony Box. Möchte auch zurückkehren. 10 Spiele. Auch 3,5 zu drehen. So, dann Kevin Müller. 0 Spiele. Ja. Hat sich nicht so gelohnt, hinauszuleihen. Fußballer des Monats. Kokorin. Dafür war im letzten Spiel richtig schlecht. Aber mal so derbst richtig übelst. England, gestern auch Man City gegen Man U. Man City hat 1-0 gewonnen. Durch ein Tor von Vincent Kompany, Ex-Bundesligaspieler beim HSV. Hier macht es Daniele De Rossi. Hier Ola Toivonen. Spanien Cristiano Ronaldo. Vor Messi und Negredo. Und in der Schweiz macht es Jacques. Nee, stimmt gar nicht. Peter Giele. Ein Lichtensteiner. Ein Lichtenstein. Mhm. Ausgebaut ist ja toll. So, Hansa Rostock verzichtet auf Optionen. Wird damit uns verlassen. Du hast gut trainiert, sagen wir ihm trotzdem mal. Legt 3 Moralpunkte zu, ja schön. Auslaufende Verträge. 4 Stück. Müssten der zweiten Mannschaft sein, wenn mich da nicht alles täuscht. Burchard geht, Morales geht, Brent. Ja, das ist alles okay. Können gerne alle gehen. C-Union 6-0 gegen Eintracht Frankfurt. Oi. So, Prognose stürzen wir noch ab. Bayern gewinnt nämlich tatsächlich alles. Ja. Und wir spielen halt 2 Spiele unentschieden gegen Stuttgart und HSV. Das kann passieren, Leute. Dann sind wir nur noch Zweiter. Das ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Unser Ziel muss jetzt sein, Meisterschaft. Klar, wir sind jetzt 3 Spieltage vor Schluss auf Platz 1. Aber das ist schon eine richtig harte Partie jetzt wieder. Hören sind es wieder fit, kommt auch wieder rein für Kirchhoff. Der geht auf die Bank für Stiefler. Kuchelbacher, auch mit 5 hier vor. Ist echt, keine Ahnung, kommt auch nicht in die Pötte, ne? Emre Can, den hätte ich auch gern jetzt schon auf einer 60 im rechten Mittelfeld. Taktik, gucken wir mal rein. Letzte 30 Minuten, blablablub. Passt. So, Kakaodecken hier, Reitmeier. Rest müssen wir so gucken, Abwehr ist nicht ganz so stark. Fabio Aurelio, der war doch mal Weltklasse hier bei Liverpool, ja. Auch nicht mehr. So, ich würde noch ganz gerne Siegprämie ausschreiben, 20.000. Dann kommen wir der Meisterschaft näher, wenn wir jetzt gewinnen. So. Müssen wir noch irgendwas machen?
mir jetzt auch gar nicht lange aufhalten hier eigentlich. Merchandising, Saisongewinn, 4-3, Finanzstatus. Wenn wir mal wieder reingucken, sind wir hier minus. Das müssten wir dann nochmal irgendwie ein bisschen ausgleichen mit dem Transfers zum Beispiel. So, und dann noch sonstiges drauf. Zack, bumm. Passt das? Prämienzahlung, blablabla. Okay, Karriereoption. Könnten wir denn dahin? Memmingen, Chemnitz, 1000, Padua. Einer der Kandidaten, Düsseldorf, Hansa Rostock, heißer Kandidat. Toll. Toll, 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 toll. Gut. Karriere, haben wir ja überhaupt schon eine Fremdsprache gelernt? Afrikanischer Dialekt, oh ja, schön. Biografie. Oh Gott, was hier alles steht, ne? Vierte Mal Manager des Monats. Freundesliste. Ramos und Ebert. Wo sind die beiden jetzt? Was haben die so gemacht hier für ein Tor in 14 Spielen? 76. Hammer. Was hat er? Ein Tor in 14 Spielen. Naja. So, Rekorde. Sehr interessant. Transfers. Ergebnisse. Höchster Sieg. Was waren das? 4-0. Gegen Kaiserslautern. Höchste Niederlage 0-3 gegen Werder. Zuschauer. Mhm. Finanzen 17,87, haben wir erwirtschaftet letztes Jahr. Sie haben hier ein bisschen Minus gemacht. Titelgewinne dürfte eigentlich nichts sein. Nee, und Trophäen auch nichts. Gut, dann würde ich sagen, ach, haben wir noch News? Fußball des Monats, Kokorin. Komm, kriegst du nochmal Lob. Hätte ich zumindest gegeben. Und dann gehen wir auch gleich in die Partie und sehen uns morgen im Textmodus in Stuttgart. Bis dann. Tschüssi.